Durch schwere Unwetter sind im Süden des Iran mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Fars trat der Fluss Rudbal über die Ufer und riss Fahrzeuge mit sich. Besonders schwer von den Fluten getroffen wurde die Stadt Estaban. Dort ist die Organisation Roter Halbmond mit einem Großaufgebot von Rettungskräften vor Ort. Es gebe mehrere Vermisste. Weil die Region seit Monaten unter einer schweren Dürre leidet, kann der ausgetrocknete Boden die Wassermassen nicht aufnehmen. Bereits im Januar waren in der Provinz Fars 8 Menschen bei ähnlichen Überschwemmungen gestorben.